Hallo und willkommen zum zweiten Video der Reihe Geldanlage für Schüler, einfach erklärt. Mein Name ist Martin Türk, meine Seite ist future-teach.de. Wir schauen uns in diesem Video das Thema Immobilien an. Und wie ihr schon an der Agenda seht, reden wir erstmal darüber, welche Arten von Immobilien es gibt, wie man überhaupt damit Geld verdient, was das wichtigste Entscheidungsmerkmal ist oder welche anderen Entscheidungsmerkmale es gibt, wie man die in der Praxis am besten kauft. Und welche Risiken und Probleme es mit dieser Geldanlage gibt und welche Vorteile und Chancen. Lasst uns direkt losgehen mit der Frage, welche Arten von Immobilien. Die wichtigsten Arten sind einfach die Wohnimmobilien. Das ist, denke ich, das, was Menschen am meisten kaufen. Also sprich Einfamilienhäuser, die oft von Familien bewohnt werden. Mehrfamilienhäusern, also zum Beispiel solche großen Wohnblöcke. Und dann Eigentumswohnungen. Eigentumswohnungen kann es sowohl im Mehr- als auch in Einfamilienhäusern geben. Das ist einfach ein Teil sozusagen dieser Wohnimmobilie, die man kauft. Die kann jemandem gehören. Das ist dann eine sogenannte Eigentumswohnung. Bei Mehrfamilienhäusern kann das bis 20, 30, 40 Eigentumswohnungen haben, die verschiedenen Leuten gehören können oder natürlich auch einer Firma. Dann haben wir Gewerbeimmobilien, das könnte man jetzt weiter aufschlüsseln, aber ist für viele Menschen jetzt nicht so relevant. Da gibt es Industrieimmobilien, es gibt normale Immobilien wie zum Beispiel Eisdielen oder Bürogebäude. Das möchte ich aber hier gar nicht weiter auffächern, weil das für die meisten Leute in der Praxis, wie gesagt, weniger relevant ist. Und dann gibt es natürlich noch Grundstücke mit ganz, ganz vielen verschiedenen Arten. Es gibt unbebaute Grundstücke oder auch Grundstücke, die Bauland sind, die man erwerben kann, also wo man ein Haus oder ähnliches draufsetzen kann. Bauland ist natürlich teurer als Landfläche, die man nicht bebauen darf, also wo die Stadt einem nicht die Erlaubnis dazu gegeben hat. Daneben gibt es auch landwirtschaftliche Flächen, also diese ganzen Felder, auf denen Bauern Obst oder Gemüse oder halt vor allem Getreide anbauen. Das sind landwirtschaftliche Flächen, zählt auch als Immobilie. Es gibt auch Seen, also verschiedene Landflächen, vor allem eher im Osten von Deutschland. Gibt es private Seen, die man kaufen kann, und es gibt auch Privatwald. Also man kann auch tatsächlich sogar Wälder kaufen, was aber in der Praxis nicht ganz so einfach ist, weil der sehr gefragt ist und oft nicht zur Verfügung steht. Ja, das ist ganz grob gesagt mal so verschiedene Arten. Wichtig beim Begriff Immobilie ist, es ist unbeweglich, also das ist immobil, deswegen Immobilie. Also es ist kein Auto, es ist keine Uhr. Es ist etwas, was mit Grund und Boden zu tun hat, also was nicht bewegt werden kann. Und als letztes, was ich fast vergessen hatte, der Hinweis, es gibt natürlich auch Spezialimmobilien wie Mülldeponien oder Militärgelände oder anderes, was auch Privatleuten gehören kann. Kommen wir zu der Frage, wie verdient man denn Geld mit Immobilien? Zunächst erstmal ganz einfach natürlich Miete und Pacht. Miete bedeutet, man hat eine Immobilie und man sucht sich jemanden, der darin wohnen möchte, und der gibt einem für die zeitweise Überlassung dieser Wohnung natürlich Geld. Das ist die sogenannte Miete. Und dann gibt es noch das Thema Pacht. Pacht bedeutet, also es kommt eher bei Grundstücken, zum Beispiel Obstbaumgrundstücken und sowas zur Anwendung. Pacht bedeutet, derjenige, der diese Immobilie überlassen kriegt, darf auch den Ertrag aus dieser Immobilie, also den Nutzen daraus quasi gewinnen und zum Beispiel Obst oder Gefrüchte anbauen. Das geht bei Miete nicht. Miete heißt, jemand darf zwar das Grundstück oder die Wohnung verwenden, aber er darf es nicht kommerziell irgendwie weiter nutzen. Stichwort übrigens auch Untervermietung, das müsste man erlauben als Vermieter. Und das ist halt Pacht. Pacht bedeutet, also ich darf auch den Ertrag hier ziehen. Damit kann man natürlich Geld verdienen, wenn man so etwas besitzt. Die zweite Möglichkeit ist, man kann mit Immobilien Geld verdienen, indem man sie verkauft. Also man muss hier auf eine Wertsteigerung hoffen. Also man kauft zu irgendeinem Zeitpunkt X diese Immobilie günstig, wartet ein paar Jahre, hofft, dass sie im Wert steigert aus verschiedenen Gründen, und dann versucht man sie zu verkaufen. Da gibt es natürlich auch Modelle, die wie zum Beispiel Fix und Flip, aber es gibt Leute, die haben zum Beispiel kaufen eine Wohnung oder ein Haus im schlechten Zustand, so eine Art Hexenhäuschen, versuchen es dann mit eigener Leistung oder mit Freunden handwerklich aufzubessern und es dann gewinnbringend weiter zu verkaufen. Problem bei Immobilienkauf an dieser Stelle in Deutschland ist, man muss 10 Jahre warten, ansonsten fällt Steuer für diesen Verkauf an. Nach 10 Jahren kann man sie steuerfrei verkaufen. Also die meisten Menschen, wenn sie das jetzt nicht irgendwie kommerziell mit irgendwelchen GmbHs oder sowas machen, müssen eine Zeit lang diese Immobilie besitzen, bevor sie weiterverkaufen können. Ja? Also Verkauf und Wertsteigerung ist die zweite Möglichkeit, vereinfacht gesagt, mit Immobilien Geld zu verdienen. Dann
zu der Frage, was ist das wichtigste Entscheidungsmerkmal? Das allerwichtigste Entscheidungsmerkmal beim Thema Immobilie ist die Lage. Das bedeutet, ist zum Beispiel ein Kindergarten in der Nähe, kann man gut einkaufen? Wie ist es vor allem verkehrstechnisch die Anbindung? Muss man weit zur nächsten Arbeitsstätte fahren? Wo ist der nächste Bahnhof? Das zählt alles zur Lage. Ist es da kriminell? Es gibt auch negative Lagefaktoren, wie zum Beispiel eine Feuerwehr, eine Polizeistation oder ein Krankenhaus direkt gegenüber kann negativ sein, weil man dann zum Beispiel immer diese Geräusche hat von diesen Einsätzen, wenn die da mit der Tütata vorbeifahren. Zu nah an der Autobahn möchte auch keiner wohnen, ist wahrscheinlich zu laut, ist nicht schön, auch wenn es natürlich eine bessere Verkehrsanbindung ist. Also das muss man natürlich abwägen. Im Klischee ist zum Beispiel eine schlechte Lage, wenn man ganz weit draußen im Land ist, wo man ganz, ganz weit zu allem fahren muss. Das ist zwar schön von der Natur und vielleicht toll, wenn man irgendwie da in der Idylle mit seiner Familie lebt, aber tendenziell wird es als schlechte Lage betrachtet, weil man eben so weit weg von der Arbeit ist und von vielen anderen Sachen. Ja? Wohingegen Städte eher allgemein eine bessere Lage haben, da sind also Wohnungen folglich teurer. Und man muss natürlich auch schauen, wo möchten Leute in Zukunft wohnen? Und das bestimmt dann natürlich den Wert der Immobilie, wie dann die Nachfrage da ist. Deswegen ist die Lage so wichtig. Danach kommt lange nichts, dann kommt das Punkt Rendite und Mietaussicht. Also kann man davon ausgehen, dass ich auch in Zukunft die Mieter finde, werden die Mieten steigen, was gut wäre, weil wenn die Mieten steigen, also die Einnahmen, die ich durch die Mieter jedes Jahr erziele, dann steigt auch der Wert der Immobilie, weil ja Leute, die diese Immobilie kaufen, mehr Geld damit verdienen können. Andere Sache ist natürlich der Zustand des Objektes, das wir kaufen, egal ob das jetzt ein Grundstück oder ein Haus oder eine Eigentumswohnung ist. Wenn das im schlechten Zustand ist, muss man viel Geld reinstecken, das wieder in Ordnung zu bekommen. Und das bestimmt natürlich auch einen Wert. Es gibt außerdem zum Beispiel bei Eigentumswohnungen auch das wichtige Kriterium. Die Wohnung zum Beispiel kann ein schlechter Zustand sein, das kann man aber reparieren. Aber wenn das Haus in einem schlechten Zustand ist, also der Bereich, der auch anderen Leuten gehört, dann kann das Riesenprobleme verursachen, weil als Eigentümer kann man, abgesehen von der eigenen Mietwohnung oder von der eigenen Eigentumswohnung, die man vermietet, kann man auch Kosten haben durch diese Immobilie, in der sich das befindet, weil man muss diese Immobilie mitbezahlen, wenn dort zum Beispiel Reparaturen an der Fassade sind, wenn dort Leitungen kaputt gehen und sowas. Also da kommen ganz verschiedene Probleme unter Umständen mit, die hier in den Wert der Immobilie mit reinspielen und die man gesamtheitlich bei der Anschaffung betrachten sollte. Und dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage, wie kauft man denn eine Immobilie am besten? Also wie findet man die? Und das allererste ist natürlich hier die Objektsuche. Heutzutage vor allem digital. Man kann auf Immobilienportale gehen wie Immobilien-Scout etc. oder eBay Kleinanzeigen, auch sehr beliebt. Es gibt auch Metaportale, wo man Geld zahlt und dann alle verschiedenen Online-Portale gleich kombiniert hat. Es gibt noch Zeitungen, viele ältere Leute, da kann man auch Schnäppchen finden, inserieren manchmal noch Immobilien in Zeitungen, aber das ist immer weniger. Sehr hilfreich ist es, wenn man eine Gegend hat, in der man sein Haus oder eine Immobilie oder einen Wald oder irgendwas anderes kaufen möchte, wenn man mit den Leuten spricht, die dort Eigentum besitzen. Das ist mit die beste Möglichkeit, um an günstige Immobilien zu kommen. Man kann auch Supermarktzettel aushängen, man kann die Makler fragen, also Menschen, die damit Geld verdienen, dass sie Immobilien verkaufen. Und sicherlich gibt es noch andere Sachen, das nur mal so als Hinweis. Also ist natürlich sehr wichtig, dass man erstmal zu entsprechenden Objekten kommt. Dann muss man die Finanzierung klären, weil die meisten Menschen haben nicht das Geld auf dem Konto, um eine Immobilie, die kosten ja oft über 100.000 Euro, wenn es nicht gerade Garage ist. Haben wir übrigens vorher noch vergessen, Garagen sind auch Immobilien. Da muss man die finanzieren, man muss zu einer Bank also gehen und muss sagen, hey, das verdiene ich, liebe Bank, und ich würde gerne das Objekt kaufen, gebt ihr mir einen Kredit. Und dann gibt die einem Kredit und man muss jedes Jahr halt entsprechend Zinsen zurückzahlen. Das muss man alles mit einkalkulieren bei dem Kauf von einer Immobilie. Und man muss auch die Banken vergleichen, weil natürlich unterschiedliche Banken einem unterschiedliche Kreditkonditionen geben, die teilweise auch extrem schwanken können. Manche Banken finanzieren auch gewisse Arten von Immobilien gar nicht oder haben besondere Anforderungen. Aber das ist ein eigenes Thema.
dann muss man natürlich die Immobilie, die man gefunden hat, besichtigen. Bei Immobilien, zum Beispiel in Städten mit hoher Nachfrage, hat man dann einen Massentermin mit ganz, ganz vielen Leuten, die diese Immobilie kaufen möchten. Und man muss sie dann bewerten, muss sich also den Zustand anschauen, den wir vorher hatten, muss sich anschauen, wie viel Miete kriegt man, welche Probleme hat man. Und am Ende, wenn man sich einig ist und man möchte diese Immobilie kaufen und der Verkäufer sagt, ja, mit dir kann ich mir das vorstellen, dann muss man als Käufer zu einem Notar gehen, also zu jemandem, der staatlich bestellt ist und weil es darum so viel Geld geht, sozusagen diese Immobilienverträge offiziell verhandelt und dort einen Kaufvertrag aufsetzen lassen, den dann halt, den man als Käufer mit dem Verkäufer zusammen beim Notar unterschreibt. Dann wird das ins sogenannte Grundbuch eingetragen. Das ist das Verzeichnis in Deutschland, wo steht, wem Immobilien gehören, ganz formal, ganz offiziell. Und dann muss man noch den Kaufpreis zahlen, kriegt dann entsprechend die Schlüssel oder das Eigentum überschrieben und dann gehört einem die Immobilie. Und anders geht es auch nicht. Also es geht nur über Notar in Deutschland. Das ist gesetzlich festgeschrieben. Dann kommen wir zu spannender Frage, gerade im Verhältnis zu anderen Geldanlageformen. Welche Risiken oder Probleme haben wir bei Immobilien? Ein Riesenproblem ist das Thema Instandhaltungskosten und Probleme, die da aufkommen können. Gerade bei Häusern und Eigentumswohnungen kann immer irgendetwas passieren. Also irgendwas geht in dem Haus kaputt, man hat einen Wasserschaden oder die Heizung muss ausgetauscht werden wegen neuer gesetzlicher Anforderungen oder es steht Wasser im Keller und das können ganz schnell 10.000, 20.000 Euro sein, die da auf einen zukommen und auch immer ungeplant oft. Natürlich versucht man Rücklagen zu bilden, also man zahlt Geld und legt das schon von der Miete, die man kriegt, zur Seite. Aber nichtsdestotrotz sind das oft finanzielle Probleme, die da auf einen zukommen. Anderes Problem dieser Geldanlage im Vergleich zu anderen Geldanlageformen ist die Veräußerlichkeit. Also Aktien kann man sehr, sehr schnell verkaufen, beispielsweise Immobilien nicht. Man muss erst einen Käufer finden, man muss die erst online stellen, erst Beschreibung schreiben. Dann muss man erst diesen ganzen Kaufprozess durchlaufen und zum Notar gehen als Verkäufer auch. Und das dauert halt Monate und es geht halt nicht so schnell, wenn man schnell Geld braucht. Andere Sache, das ist der hauptnegative Punkt bei Immobilien. Es ist Arbeit, 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 Arbeit. Nicht nur der Kaufprozess kostet viel Zeit. Man muss sich ja auch um den Mieter oder um diese Immobilie kümmern. Wenn das ein Wald ist, muss man vielleicht schauen, dass der Weg freigeschnitten ist, dass da kein Baum auf jemanden fällt. Wenn das ein Acker ist, muss man vielleicht auch irgendwelche Auflagen einhalten. Und das kostet alles Zeit, Mühe, Geld. Und ist einfach aufwendig. Und weswegen viele Menschen zum Beispiel sagen, nee, Immobilie wollen sie nicht, weil sie wollen sich nicht mit Mietern rumärgern. Oder auch Eigenheim wollen viele nicht, weil sie sagen, ich will nicht den Garten pflegen müssen, ich gehe lieber in eine Mietwohnung. Also als Eigentümer kommt da viel Arbeit auf einen zu. Anderes Thema ist die Finanzierung. Es gibt ein sogenanntes Leitzinsrisiko. Was ist damit gemeint? Wenn man eine Immobilie kauft, wir haben ja vorher gesprochen, man geht zur Bank und man kriegt einen Kredit, und gibt ein Geld und man muss dann jedes Jahr Zinsen an die Bank zahlen dafür, dass man diesen Kredit erhalten hat. Diese Zinsen können sich ändern und das hängt am sogenannten Leitzins und der wiederum hängt davon ab, wie es der Wirtschaft geht und wie die sogenannte Zentralbank ihre Zinsen festschreibt. Und es kann natürlich jetzt passieren, dass sich dieser Leitzins nach 10 Jahren mal ändert. Der ist dann nicht mehr bei 1%, sondern auf einmal bei 4%. Und das bedeutet dann auf einmal eine Vervierfachung der Kosten und viele Leute, die damit nicht kalkuliert haben, haben auf einmal ein Problem, weil ihre Miete nicht mehr ihre Kosten abdeckt oder weil sie, wenn sie sich selber ein Haus für sich selber gekauft haben, das sie abzahlen, das so nicht einkalkuliert haben und auf einmal können sie nicht mehr in Urlaub fahren oder haben viel schlimmere Probleme, weil auf einmal diese Finanzierungskosten richtig nach oben knallen. Und das hat man halt eben bei dieser Form der Geldanlage, weil man sie oft mit Fremdkapital kauft, also mit Geld, das man bei der Bank aufnimmt. Und das als solches ist natürlich auch ein großes Problem, nämlich man bindet sehr viel Geld, sehr viel Kapital. Es ist teuer, es ist ein Klumpenrisiko. Es ist ja nicht wie zum Beispiel bei Gold, wo man nur 100 Gramm für vielleicht 7.000 Euro kauft oder wie bei Aktien, wo man auch für 100 Euro mal eine Aktie kaufen kann. Hier sind gleich 100.000 Euro gebunden oder 50.000 Euro oder auch 400.000 Euro und dementsprechend steckt für die meisten Menschen, die nicht super reich sind, ein richtiges Lebensrisiko drin. Ich will jetzt gar nicht davon sprechen, dass so eine Immobilie abbrennen kann, was man natürlich auch versichern kann, aber es gibt eben auch Fälle, die man nicht versichern kann oder eben diese Kostenprobleme, die man nicht vorhersehen kann, auf denen man dann sitzen bleibt und das ist einfach ein Risiko für diese Geldanlageform.
Natürlich gibt es aber auch viele Chancen und eben Gründe, warum Immobilien sehr attraktiv sind als Geldanlage. Eine ist, man hat bei einer guten Lage, also wenn es auch in Zukunft gefragt ist, eine langfristige Wertsteigerung. Das heißt also, eine Immobilie, die man vielleicht heute für 100.000 Euro kauft, ist vielleicht in 10 Jahren 200.000 Euro wert und man hat sein Geld verdoppelt, möglicherweise, ja, möglicherweise auch nicht. Was es in jedem Fall ist, ist ein Inflationsschutz, weil genau wie Gold verlieren Immobilien eigentlich nicht an Wert, also zumindest bei einer normalen Lage nicht. Weil man hat ja das Haus da stehen, es hat nichts mit dem Wert des Geldes zu tun. Und wenn halt eben Geld weniger wert wird, wird halt eben die Immobilie entsprechend mehr wert. Also man kann damit wunderbar sein Geld über alle Zeiten sozusagen vor Inflation schützen. Deswegen gibt es auch die Redewendung, dass Immobilien Betongold sind, weil sie eben wie Gold nicht der Inflation eigentlich unterliegen. Man kann Steuervorteile damit haben. Wenn man nämlich eine Immobilie kauft und die beispielsweise vermietet, um Einnahmen, also Miete zu generieren oder um Pacht zu generieren, dann kann man zum Steueramt sagen, hey Leute, ich erziele da zwar Einnahmen, aber ich habe auch Ausgaben wie diesen Schuldzins, ich muss Reparaturen durchführen, ich muss da irgendwie einen neuen Teppich verlegen oder was auch immer. Ich möchte das gern von der Steuer absetzen, weil das sind Kosten, die habe ich halt. Und dann sagt dann das Steueramt, ja, ist okay. Also man kann damit seine Steuern unter Umständen optimieren oder drücken. Da gibt es einige Möglichkeiten und viel Spielraum. Also steuerlich gesehen sind Immobilien eine sehr attraktive Sache. Und eine andere Sache ist, dieser Kredit, den man da nimmt, das ist der sogenannte Fremdkapitalhebel, der bietet halt einen riesen Vorteil. Man kann nämlich mit unter Umständen wenig Geld, in Anführungszeichen, also wenn man 20.000 Euro in die Hand nimmt, eine Immobilie für vielleicht 150.000 oder 160.000 Euro erwerben. Wenn man sich das gut durchrechnet und gut aufstellt und eine Miete hat, hat man also aus wenig Geld sehr viel Geld gemacht. Man lässt Fremdkapital, also diesen Kredit, den die Bank für einen gibt, den lässt man für sich arbeiten. Und diese Möglichkeit hat man als Privatmensch ansonsten eigentlich bei keiner Geldanlageform. Das können eigentlich normalerweise nur Unternehmen. Und weil das halt die einzigste Geldanlage ist, wo das wirklich für Privatleute gut funktioniert, haben halt Immobilien einen ganz besonderen Charme. Also man hat hier ein sehr, sehr großes auch Potenzial bei all den Risiken, die man hat, sehr viel Geld zu verdienen. Natürlich unter Beachtung all der Risiken. Und man hat einen konstanten Ertrag. Man kriegt ja dauernd Miete oder Pacht. Einfach so. Im Gegensatz zu Gold ist es eben nicht so. Also Gold hat ja beispielsweise das nicht. Aber hier kriegt man Geld für diese Geldanlage, dass man sie besitzt. Ja, und damit sind wir am Ende des Themas Immobilien. Ich hoffe, euch hat dieser kurze Ausflug gefallen. Mein Name ist Martin Türk. Meine Seite ist future-teach.de. Und das nächste Mal schauen wir uns Aktien an. Tschüss.